Wartet mal, ich gehe mal eben ganz kurz zurück. Gut, immerhin tauchen diese Truhen irgendwo in unserer Nähe auf. Also wenn ich Entwickler wäre, würde ich die, glaube ich, irgendwie viel gemeiner irgendwo platzieren. Aber ich bin ja nicht Entwickler und das ist manchmal, glaube ich, auch ganz gut. So, böses Wandbild, so. Hä? Okay, irgendwie kapiere ich die Physik von diesem Ding noch nicht so ganz. Hat er jetzt... Nee. Es wäre noch schöner gewesen, wenn er jetzt einen Überraschungsangriff gelandet hätte. Aber nee, das ging gerade nochmal gut. Ja, du brauchst nicht für uns tanzen. Das wird dir sowieso nicht viel bringen. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Tanz nicht vielleicht sogar so eine Vorbereitung ist für irgendeine, für irgendeine stärkere Attacke. Aber irgendwie will ich das jetzt hier nicht unbedingt auf die Probe stellen. Denn ich rechne, wie bisher in jedem Dungeon, eigentlich auch hier damit, dass wir uns irgendeinem Bosskampf gegenüberstehen sehen werden müssen. Ey, wir haben von dem hier gerade gar keine Schatztruhe bekommen. Kann das sein? Oder wurde das einfach nur nicht von einer Animation begleitet? Das finde ich ja doof. Ich meine, der kluge Giro hat doch gerade eben noch festgestellt, dass wir das für jedes Wandbild irgendwie kriegen. Was ist das denn hier für ein grüner Boden? Sieht irgendwie etwas beunruhigend aus. Wie sich das anhört, wenn man da drauf rumläuft. Aber okay, da hinten ist eine Truhe. Das heißt, hier müssen wir durch. Und solange wir hier keine blöden Zustandsveränderungen davontragen, soll mir das auch so ganz recht sein. Ah, guckt mal. Rohr von Maschinen der Ahnen. Aber darauf war mein guckt mal gar nicht bezogen, sondern eher auf die ganzen Truhen, die wir da hinten noch haben. Das war doch mal gut, dass wir hier nochmal zurückgelatscht sind. Auf jeden Fall kann ich spätestens jetzt... verstehen, warum die Leute, die aus Talta geflüchtet sind, warum die nicht hier durch wollten. Was zum Teufel ist ein Gorgo-Elixier? Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Gorgonen aus Zelda. Oder Zelda. Ich weiß nicht, manche Leute sagen Zelda, manche sagen Zelda. Ich bin da voll überfordert. Erhöht den eigenen maximalen TP-Wert im Kampf. Ist ja blöd, ist ja voll gar nicht gorgotastisch, muha. Nein, aber das passt vielleicht so ein bisschen. Also Gorgon und Kräfte erhöhen und so, das, ja, da erkenne ich den Zusammenhang. Da habe ich jetzt auf jeden Fall eine Eselsbrücke, wo ich dann beim nächsten Mal definitiv wissen werde, was das bewirkt. Wetten. Wenn ich das nächste Mal das finde, dann werde ich euch das sagen können, ohne dass ich das nachschlagen muss. So zumindest der Plan. Okay, wir haben jetzt eine uralte Feder. Ach nee, hier sind ja nur die ganzen Steinchen. Uralte Feder. Magischer Schaden wird dadurch leicht reduziert. Finde ich doof. Das finde ich doof. Da klingt uralte Feder irgendwie viel zu verheißungsvoll, als dass der Effekt dann letzten Endes so... mager ausfällt. Lähmungsheilung und direkt zwei Kumpels, die der Meinung sind, uns hier irgendwie aufhalten oder bestrafen zu müssen, aber nichts da. Also wasserempfindlich sind die definitiv auch nicht. Das habe ich nämlich jetzt gerade eben erprobt. Also ganz ehrlich, es ist natürlich naheliegend, dass die wahrscheinlich gegen Windzauber empfindlich sein werden. Aber ja, bei Wind habe ich immer Angst, dass ich das da so mit dem Timing und so nicht hinbekomme. Deswegen mag ich diese Attacke eigentlich nicht so gerne. Aber ich sollte demnächst vielleicht mal wieder anfangen, ein bisschen damit zu üben. So, damit sind wir hier einmal durch. Die Lähmungsheilung haben wir gerade eben gefunden. Die ist, denke ich mal, selbsterklärend. Da werden wir nicht nochmal nachschauen müssen, beziehungsweise werde ich das nicht tun. Wenn sich das jetzt irgendwann als mega starke Angriffsattacke, Zauber, Dingsbums entpuppen sollte, dann... Dann ist der Aha-Effekt auf jeden Fall da. Aber nö, das wird nicht der Fall sein. So, das ist nämlich die erste Brücke, an der wir damals gewesen sind. Damals, vor 10.000 Jahren, als ich einst dieses Let's Play anfing, da standen wir vor dieser Brücke und sie hält immer noch. So, sehr schön. Hier ist nämlich die angekündigte, unprognostizierte und überhaupt Sackgasse, auf die ich spekuliert hatte. Und das heißt für uns, dass wir jetzt nur noch einen Weg übrig haben. Das macht doch eine Negoya mehr als froh. Und ich glaube aber trotzdem, dass das
hier noch nicht zu Ende sein wird. Ich glaube, das geht hier noch ein Weilchen. Mir war so, als ob wir hier vielleicht sogar mehrere Abschnitte in dieser Höhle haben würden. Wenn nicht, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Ich spekuliere immer noch ein bisschen drauf, dass wir hier vielleicht irgendwo noch eine Truhe irgendwie finden, die nicht so separat eingeblendet wurde, wegen diesem einen Wandbild, welches wir da noch umgenietet haben, ohne dass wir dafür was bekommen haben, wisst ihr? Da halte ich jetzt mal so ein bisschen mein Auge offen, aber ich glaube, ich erkenne ihn nicht. Das ist aber auch wegen der, weil der Kontrast hier so schlecht ist in diesem, an diesem Ort, ist das teilweise auch gar nicht so einfach zu erkennen. Aber ich glaube, nee, ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, wenn uns ein Spiel schon darauf hinweist, dass wir in einer Sackgasse gelandet sind, die ganz offensichtlich eine Sackgasse war, dann wird das Spiel bestimmt nicht gemeinerweise irgendwo irgendwelche Truhen erscheinen lassen, ohne uns die anzuzeigen. Das wäre doch sehr verwunderlich. Da hinten sehe ich, glaube ich, schon wieder das nächste Wandbild. Okay. Wow. Ich frage mich sowieso, ob diese ganzen Wandbilder... Ah, guck mal, jetzt haben wir zwei. Wenn die zusammen rumtanzen, sieht das fast schon wieder witzig aus. Wenn die angreifen, ist das allerdings gar nicht witzig. Die machen nämlich verdammt viel Schaden. Fast schon ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber okay. Also hierfür wird es ja wohl hoffentlich danach wieder irgendeine schöne Truhe geben. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach ja, genau, diese Wandbilder. Ich frage mich sowieso, ob das irgendwelche Wesen sind, die irgendwann mal magisch erschaffen worden sind oder ob das wirklich irgendwann mal irgendjemand aufgemalt hat und die jetzt plötzlich irgendwie so zum Leben erwacht sind. Also Hintergrund ist, tauchen die wieder auf, pflanzen die sich fort, weiß ich nicht, haben die irgendwo so ein Sammelsurium an Wandbildern und sind dann immer wieder da? Weiß auch nicht. Ja, nee, keine Ahnung. Weiß auch nicht mehr, ob das irgendwann mal hier im Laufe des Spiels erklärt wird, wie es dazu zustande kam. Aber so viele Erklärungen gibt es ja in den wenigsten Spielen. Also, dass man wirklich über alles so die Hintergründe erfährt und überhaupt. Ultra-Zaubertrank brauchen wir wahrscheinlich in naher Zukunft nicht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Großteil an Items, die wir jetzt im Moment finden, die sind jetzt alle nicht so, dass ich sage, wow, wie cool ist das denn? Da freue ich mich am ehesten noch über Zauber, aber selbst die Zauber, gerade wenn es irgendwelche komischen Heilungszauber sind, auch die nutzen wir ja nicht allzu häufig, ne? Am meisten, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht total bekloppt, aber ich freue mich über nichts. Und über Medaillen fast mehr als über diese ganz normalen Standard-Items, die wir hier und da immer mal so rauspflücken. Kann es sein? Ach ja, guck mal, da unten rechts auf der Karte. Wir laufen jetzt das erste Mal so einen Bogen oder so eine Art Bogen und werden jetzt, denke ich mal, recht zeitnah entweder hier durch sein oder ein neues Gebiet betreten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich fand es gerade witzig, dass ich gerade nochmal so betont habe, dass ich mich über Medaillen und so mehr freue. Und kurz danach finde ich dann sogar welche. So, bist du das einzige Wandbild? Warum war der denn gerade nicht angreifbar in dem Kreis? Das muss ich alles nicht verstehen. So, das ist der letzte Kampf, den wir uns jetzt zusammen angucken gegen diese Viecher. Ich meine, das sind jetzt schon mehr als genug gewesen. Und danach schneide ich euch hier auch raus, wobei die ja eigentlich so von der Menge her, beziehungsweise wie häufig die jetzt hier auftauchen, das ist eigentlich überschaubar. Und wir haben die jetzt auch in zweifacher Ausführung gesehen, was um Gottes Willen, wow, immer auf die arme Krug, ey, guck mal, die ist fast tot, ja. Das ist gerade echt ganz schön überraschend, so. Okay. Damit haben wir sie dann aber auch geheilt. Damit ist sie dann wieder fein raus. Und wir können uns auf das letzte böse Wandbild stürzen. Und hoffentlich kommst du nie wieder und hinterlässt uns vorher noch eine schöne Truhe. Ich mal ein Erinnerungsfoto schießen, die von diesen ganzen wunderschönen Wandbildern, ne? Und wer auch immer der Maler dieser Bilder gewesen ist, er scheint irgendwie nicht sonderlich abwechslungsreich zu sein, was seine Kunst anbelangt. Denn er malt immer die gleichen Bilder, ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie ein kreatives Loch gewesen, in das er gefallen ist. So, hier sind wir schon gewesen. Das heißt, ich wollte gerade sagen, hä, warum ist da eine Brücke? Weil eigentlich kommen wir doch da wieder zurück, aber das ist ja alles, ja. Das haben die Level-Designer hier schon so ganz gut hinbekommen. Und ja, wartet mal, ich habe da hinten...
da hinten haben wir zwei von diesen fliegenden Viechern. Ja, die kriegen wir doch ohne weiteres hin. Weiß auch gar nicht, wo wir jetzt rauskommen. Also ob wir dann, wenn wir hier durch sind, direkt in Gibraltar sind. Oder ob wir dann an der Küstenstraße entlang kommen und die dann noch weiterlaufen müssen. Denn die Küstenstraße ist ja der reguläre Weg, der sichere Weg, so wie uns das von irgendjemandem gesagt wurde im letzten Part. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam. Und ja, da werden wir dann wahrscheinlich unsere ehemaligen Miteinwohner, unsere ehemaligen Dorfkollegen. Ich weiß gerade nicht, wie ich die nennen soll, aber die werden wir dann hoffentlich unversehrt dann auch dort antreffen. Ich glaube mich irgendwie an irgendwas erinnern zu können, was so ein bisschen auch aussah wie eine Küstenstraße oder wo die Bezeichnung auf jeden Fall zutreffen würde. Aber naja, was machen wir eigentlich? Also ich weiß ja nicht, wie lang diese Küstenstraße ist, aber guck mal, da ist auch so eine Wandmalerei. Kriege ich die jetzt alle hier irgendwie in einen Kampf verwickelt? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte es doch aber vorhin mal geschafft, diesen Wandmaler-Dingsgegner auch hier mit reinzubringen in diese. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Vorhin war der noch in diesem Kreis drin. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht klappt. Und ja, ich habe die Bestätigung schwarz auf weiß. Ich habe jetzt gerade mit dem Windzauber probiert, hier so ein bisschen zu hantieren. Dagegen sind die definitiv empfindlich, auch wenn mir, wie vermutet, das hier schon wieder nicht gelungen ist mit dem, mit dem richtig platzieren, damit das dann auf alle geht und so. Tja, Kumpel, wenn du jetzt hier irgendwie möchtest, ich glaube, ich muss mich teilweise echt von denen angreifen lassen. Nur verwirrt mich halt trotzdem, dass das vorhin da irgendwie, dass ich das vorhin geschafft habe, den in diesen Kreis reinzuholen und den entsprechend anzuvisieren. Aber gut, vielleicht sollte ich mir darüber keine Gedanken machen, sondern die einfach brav aus dem Weg räumen. Und ich sollte vielleicht auch, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach unten rechts gucke, also auf die Minimap, dann verwirrt mich das gerade eher, als dass es mir hilft. Ich werde mich hier, glaube ich, jetzt in diesem Dungeon wirklich nur auf das verlassen, was ich jetzt hier im Spiel sehe. Da kriege ich ansonsten irgendwie total den Kopfknoten. Hat ja bisher auch ganz gut funktioniert. Auf der anderen Seite hatten wir keinen Weg, ne? Da war auch nur eine Sackgasse. Okay, ich glaube, das hier ist jetzt das zweite und letzte große Areal. Also schätze ich jetzt einfach mal so, wo wir dann nochmal eine ziemlich weite Strecke nach geradeaus absolvieren werden dürfen. Aber auch hier gibt es wieder massig Truhen, ey. Es ist total das Paradies für Schatzjäger. Tja, aber das habe ich dafür in anderen Spielen kaum. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen gegenüberstelle mit zum Beispiel The Last Remnant, da gibt es verhältnismäßig wenig Truhen. Und ich glaube, ich muss gerade mal kurz so ein bisschen innerlich durchgehen, welche Spiele ich bisher schon alles Let's Played habe. Aber ich glaube, in keinem anderen Spiel hatten wir bisher so viele Truhen. So, und hier kann ich jetzt... Oh, da hinten scheint das noch ziemlich weitläufig zu sein. Habt ihr das gerade gesehen? Also wenn man da mal so ein bisschen ums Eck guckt, dann erkennt man das. Ich neige mal dazu. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich neige mal dazu, wenn ich um die Ecke gucken möchte, immer so meinen Kopf irgendwie so ums Eck zu neigen. Genauso, wenn ich irgendwo in einen Abgrund gucke oder gucken möchte, dann so ein bisschen den Kopf nach vorne zu neigen und dann nach unten zu gucken. Da kommt man sich dann immer im Nachhinein so ein bisschen bedeppert vor. Wenn ich irgendwann mal, das wird wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr passieren, aber sollte ich irgendwann mal auf eine Facecam umsteigen, dann, ja, dann wird das, glaube ich, echt amüsant werden. Wobei das teilweise auch gar nicht geht. Also ich bin gerade am Überlegen, weil ich habe jetzt zwei Monitore bei mir. Und ich bin gerade am... Also wenn ich am PC aufnehme und da so eine Cam anbringen würde, ich müsste die dann wahrscheinlich immer so umstöpseln oder so, weil ich habe über den einen Bildschirm zocke ich meine Konsolenspiele. Der ist halt ein bisschen größer. Und ja, und meine PC-Spiele zocke ich über einen etwas kleineren Monitor. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja technisch zu... Guck mal, es ist eine andere Wand. Das ist ein Unglückswandbild. Das ist ein Unglückswandbild. Habe ich gerade irgendwie gar nicht so mitbekommen. Aber weil ich dachte mir gerade schon wieder, Mann, Negoja, jetzt laberst du hier schon wieder rein, obwohl du die Kämpfe eigentlich ja rausschneiden wolltest. Aber nee, das war ganz gut, dass ich das nicht getan habe. So, wir probieren jetzt mal hier ein Feuerchen.
Also ich weiß, dass diese anderen Gegner nicht empfindlich waren gegen Feuer. Ich glaube, die sind es auch nicht. Ich glaube, Feuer 2 würde ansonsten viel mehr Schaden austeilen, wenn es da eine Schwäche geben würde. Aber soll uns ja egal sein, denn Klug hat ja MP-technisch sowieso jetzt keinen Mangel im Moment. Oh, guck mal, da sind neue Gegner. Da sind neue Gegner. Und wir haben mit Shu jetzt Level 30 erreicht. Tja, was machen wir da? Soll ich Shu jetzt eine andere Rolle zuweisen? Der Mönch, wir haben im Moment, ach doch, Manomaru ist Henker, ne? Mönch und Henker und Alleskönner, das sind die Dinger, die mich jetzt im Moment sehr reizen. Und ich würde mal sagen, ich trainiere den mal ein bisschen auf Alleskönner. Der wird jetzt halt mega schlecht, ne? Seht ihr ja selber. Ach nee, wisst ihr was, ich mach das jetzt schon. Ich möchte mir nämlich angucken, wie lange das dauert. Genau, hier ist nämlich, guck mal, das Pendant zu schwarze Magie, weiße Magie und diesem Niedermähen und so. Wir haben Rufe ein spezielles Zubehör auf. Nee, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was das hier bedeutet, Zubehör aufrufen. Aber ich hoffe oder er hoffe mir einfach mal, dass wir hier, wenn wir das ein bisschen leveln, ein paar mehr Slots generieren können, die uns dann hoffentlich irgendwann mal, ja, weiterhelfen werden. So, ich würde mal sagen, ich finde das magische Schwert jetzt hier erstmal besser, ne? Wenn wir jetzt wirklich so mir nichts, sehen, nichts in irgendeinen Kampf, in irgendeinen Bosskampf oder so reingeschmissen werden, dann, ja, ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, ich probiere das erstmal aus, ne? Wir haben ja jederzeit die Möglichkeit, zum Schwertkämpfer wieder zurückzukommen. Ist jetzt natürlich ein bisschen riskant gewesen, weil wir jetzt hier auch einen neuen Gegner antreffen werden. Ein Würger-Basilisk, okay. Sieht auf jeden Fall sehr tropisch angehaucht aus. Irgendwie total schön. Oh, die sind toll. Also rein optisch gefallen die mir richtig gut, muss ich sagen. Auch wenn dieses Attribut Würgen in der Namensbezeichnung irgendwie so ein bisschen den Schluss nahelegen könnte, dass die hier irgendwelche unschönen Attacken für uns bereithalten. So, jetzt wird Shu das erste Mal als Alleskönner hier um sich hauen, aber das kriegen wir hin. Das kriegt er hin, das wird uns jetzt hier nun nicht, ja, nun nicht wehtun, wenn wir hier ein bisschen rumexperimentieren. Dafür ist das Spiel jetzt im Moment noch zu, ja, zu einfach. Also wir haben ja hier jetzt bisher keine großartigen Schwierigkeiten gehabt. Ich lasse gerade eben so ein bisschen Revue passieren, was wir hier schon an Kämpfen hatten und so. Aber nee, ich glaube, ein richtig schwieriger Kampf ist hier bisher noch nicht mit dabei gewesen. Außer solche Kämpfe, wo ich mich besonders blöd angestellt habe. Aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ja, ich habe Manomaru gerade einen anderen angreifen lassen, weil er mit einem Schlag sowieso auch einen Gegner aus dem Weg räumt. Und ich glaube, die anderen, die werden levelmäßig jetzt bald nachziehen, was ihre Schattenfähigkeiten anbelangt. Und auch da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen möchten. Aber das Schöne ist natürlich, wenn die so einen neuen, ja, so eine neue Klasse zugewiesen bekommen, dass die verhältnismäßig schnell auch ihre Upgrades dann bekommen in der Anfangsphase. Und ich werde jetzt Shu erstmal so als Experiment nehmen für die Alleskönner-Klasse und gucken, was der so kann. Und bei Manomaru, da Magieangriff, okay, gebe ich mal Klug. Und bei, ja, bei Manomaru wäre das für mich sehr interessant, wenn er noch, ja, Niedermähen irgendwann mal lernen würde. Also wenn er ein bisschen so auch auf Schwertmeister sich spezialisieren könnte. Das Problem ist halt nur, dadurch, dass sie so wenige Slots nur zur Verfügung haben, kann ich das dann immer nur ganz schwer zusammenfügen. Da kommt dann wieder Alleskönner ins Spiel, ne? Total kompliziert hier. So, Wasserarmreif war das gewesen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Spezial? Okay. Ach, das ist das, was da mit Spezialzubehör bei Alleskönner gemeint war. Ist halt nur die Frage, wann wir hier irgendwas bekommen, ne? Also da bin ich mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Aber wir werden alles, was auch nur annähernd danach klingt, als ob man das da reinpacken könnte, entschuldigt bitte,
Werde ich mir dann natürlich ganz genau anschauen. So, magischer Angriff geht hoch, aber auf Kosten des normalen Angriffs und auf Kosten der TP. Ja, ich gebe das mal Giro, weil bei ihm der TP-Einbruch jetzt nicht so tragisch ist wie bei Klug, die ein bisschen weniger TP hat. Und ich darf halt auch immer nicht vergessen, dass Giro ja auch die Möglichkeit hat mit seinem Glanzzauber, also ich glaube, der hieß Glanz, halt auch einen Angriffszauber zu wirken. Und der hat uns zuletzt in Talta gegen diese komische Monster, die wir da bekämpfen mussten, ganz gute Dienste geleistet. Also so unterschätzen sollte man das im Grunde genommen auch nicht. Okay, da hatten wir jetzt eine Sackgasse. Das heißt, ich kann... ich bin gerade schon wieder ein bisschen verwirrt. Ach nee, nee, ich... Nee. Okay, Mist, jetzt war ich unkonzentriert. Das ist jetzt meine eigene Schuld gewesen. Jetzt habe ich mich gedanklich schon wieder so auf... ja, auf andere Themen eingelassen, dass ich jetzt schon wieder gar nicht weiß. Ach doch, ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch. Da vorne war nämlich eine Sackgasse. Hier, genau. Und das heißt, ich habe jetzt nur noch einen Weg, und zwar hier links rum. Okay, alles wieder schön. Ich habe meine Orientierung wieder zurück. Hui, hallo Orientierung, bitte bleib bei mir und geh nie wieder weg. Oh, oh. Schuh, warte. Hm, was ist los, Klug? Wie wäre es mit einer Pause? Gute Idee, wir sind schon so lange auf den Beinen. Maru ist auch müde. Giro, ist es noch weit? Ja, es ist noch ein ganzes Stück, bis wir aus dem Tal heraus sind. Aber ein Stück weiter sollte ein guter Platz für eine Rast kommen. Okay, Leute, lass uns noch ein bisschen weitergehen. Okay, los jetzt. Maru, direkt hinter dir. Yay, das klingt doch mal schön, auch wenn ich ehrlich gesagt hier in dieser Schlucht mal überhaupt gar nicht schlafen könnte. Aber da sind die Kinder vielleicht ein bisschen mutiger als ich, weiß nicht, vielleicht wechseln die sich auch ein bisschen mit Nachtwache ab. Aber stellt euch mal vor, ihr legt euch jetzt hier irgendwo hin, ja, und dann ist da auch immer so eine Wandmalerei neben euch, ja. Also da würde ich schon so minimale Anflüge von Panik kriegen, alleine bei dem Gedanken daran. Aber wenn wir jetzt Giro Glauben schenken dürfen, dann sind wir hier noch eine Weile unterwegs, dann hatte ich mich vielleicht doch etwas geirrt, was ja, was das Ausmaß dieses Ortes anbelangt. Jetzt habe ich gerade schon wieder fast nicht gesehen, was ich hier bekomme. Das finde ich ja irgendwie nicht so toll. So, da links haben wir schon wieder so ein bisschen diese Flamingo-Pelikan-Verschnitte. Ich bringe jetzt da bestimmt irgendwas durcheinander. Also ich weiß, wie ein Flamingo und wie ein Pelikan aussieht, aber ich glaube, ich meinte eigentlich einen ganz anderen Vogel, aber egal, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Wenn ich von diesen Verschnitten spreche. Du untersuchst Fels. Ich guck gerade ein bisschen verwirrt um die Ecke, weil da hinten ist irgendwie so was Komisches. Guck das da. Sieht aus wie so ein riesiges, bemaltes, in die Länge gezogenes Ei oder so. Mir fällt gerade irgendwie kein besserer Vergleich ein. So, die kralle ich mir mal eben nochmal. Gucken wir uns auch nochmal zusammen an. Den anderen, den werde ich dann gleich selber, also für mich alleine aus dem Weg räumen. Oh, guck mal. Ich glaube, da haben wir so einen neuen Kackschlangentypus. Eine beißende Kackschlange. Ist ja eklig. Stellt euch mal vor, eine Kackschlange beißt euch. Ist ja widerlich, ja. Und dann macht die da auch noch eine Wunde und dann kommt da auch noch irgendwie... Ach, egal. Nee, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ich glaube, das ist dann schon doch irgendwie etwas sehr eklig. So, ich werde jetzt hier erstmal auf die hintere Reihe einen Wasserzauber loslassen, in der Hoffnung, dass wir die dann auch schnell loswerden. Diese, ich habe mir jetzt gar nicht angeguckt, wie diese komischen, oder was das für Mottenviecher waren. Ich gehe mal davon aus, dass das solche sind, die wir schon kennen. Ich guck mal eben nochmal kurz. Ja, Motte des Untergangs. Sind ja quasi alte Bekannte. Nicht der Rede wert und auch recht schnell aus dem Weg zu räumen. Auch wenn bei denen natürlich immer ein bisschen nervig ist, dass sie so die ein oder andere Zustandsveränderung beherrschen. Aber solange Klug hier einen Wasserzauber loslassen kann, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ich bin auch gerade am Überlegen, also wenn ich jetzt wirklich alle von unseren Leuten dann irgendwann mit neuen Klassen jetzt demnächst bestücke, dann haben wir auch niemanden mehr, der mal so richtig austeilen kann, ne? Das ist dann irgendwie auch ein bisschen blöd, würde ich fast sagen. Zubehör plus eins bei Schuh. Okay, jetzt sagt bloß, da ist noch so ein weiterer Slot jetzt mit drin, den ich immer noch nicht befüllen kann. Nee. Hier haben wir jetzt immer nur noch eins. Okay, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Warte mal, ich gucke mal kurz bei Fähigkeiten. Ich möchte hier gerne neue Slots haben. Ich weiß halt nur nicht, wann die kommen.
Ich hoffe einfach, dass es ausreicht, wenn ich einfach nur abwarte und darauf spekuliere, dass das irgendwann mal ganz von selber passieren wird. Und ausgerechnet dieser Kampf war schon wieder so ein mega ätzender Kampf, wo genau diese ganzen Zustandsveränderungen, von denen ich vorhin noch gesprochen hatte, auch eingetreten sind. So mit Einschlafen und Stillzauber und überhaupt, ja. Das war gerade echt irgendwie ein bisschen nervig. Aber okay, soll euch jetzt an der Stelle nicht weiter interessieren. Ich hatte ganz kurz, als wir vorhin hier diesen Bereich gesehen haben mit den Vögeln hier, da dachte ich ganz kurz, dass damit, Ring des Feuers, dass damit die Stelle gemeint sein könnte, die Giro meinte, dass man hier ganz gut rasten kann. Also wenn ich mich irgendwo hinlegen würde, dann wahrscheinlich hier so in der Ecke, weil ich hier irgendwie, weiß ich nicht, das sieht mir irgendwie so auf den ersten Blick sicherer aus. So, wartet mal, Abwehr geht runter, MP geht hoch. MP geht hoch, TP gehen runter. Hier verbessert sich irgendwie gar nichts so wirklich. Ne, ich glaube, O-Ring des Feuers, auch wenn das namentlich gerade auf den ersten Blick recht verheißungsvoll klang. Hey, und ein bisschen Gold, sehr schön. Also namentlich klang das irgendwie vielversprechender, als das letzten Endes ist. Aber ja, trotzdem ist es gut, dass wir das haben. Ne? Man weiß ja trotzdem nicht, ob wir nicht vielleicht irgendwann mal in die Situation kommen, dass wir ein bisschen mehr MP brauchen oder oder das, ja, keine Ahnung, ob das jetzt gut war, dass wir das Schuh gegeben haben. Ja, oder dass wir einen neuen Mitstreiter bekommen, der davon irgendwie profitiert oder so. Und eigentlich rede ich mir diesen O-Ring des Feuers gerade nur total schön, obwohl der eigentlich total für ein Popo ist. Aber ja, ich gehe halt wertschätzend mit meinen Items um, ne? So, jetzt haben wir hier schon wieder so ein Unglücksbild. Diesmal hat das immerhin auch geklappt mit dem direkten Anhauen oder Anstupsen. Ich finde die echt so klasse. Die sind echt so total geil gemacht. Absolut, absolut gute Idee. So, wartet mal. Beim letzten Mal habe ich festgestellt, dass Feuer nicht so effizient ist. Wir gucken mal, was Wind jetzt hier bewirkt. Vielleicht sind ja hier generell alle Gegner, die mich antreffen, windempfindlich. Wobei das auf die, glaube ich, nicht zutrifft. Denn auch hier hatte ich gerade Wind 2, ne? Darf man nicht vergessen. War auch nicht so gut. Ach, ich wette, gegen die ist Wasser gut, oder? So wegen Malerei und Wegspülen und Abwischen und so. Hätte ich eigentlich auch schon früher drauf kommen können auf diesen Zusammenhang. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in Bälde irgendwann mal in der Praxis auch erproben können. So, hier nehmen wir jetzt erstmal die weiteren Felsen mit. Ich glaube irgendwie, dass es in diesem Bereich der Höhle schon weitaus heller ist, ne? Weil wir jetzt hier schon direkt, ja, auch den Himmel über uns haben und Tageslicht und so. Jetzt erkennt man auch die Steine ein bisschen besser. Und eine Windheizkette. Alles hier total windig in diesem Ort. Windheizkette, Windheizkette. Windheizkette, wer möchte Windheizkette? Einmal hier bei Schuh erstmal gucken. Geschick geht nach oben, Abwehr und MP runter. Geschick geht nach oben, TP runter. Geschick geht hoch und Abwehr, magische Abwehr runter. Und hier geht magische Abwehr und Geschick nach oben. Ja, das kriegt er. Das kriegt er, das ja, hat mich jetzt irgendwie überzeugt. Ich glaube, Geschick erhöht auch nochmal zusätzlich die Chance, dass die irgendwie einen kritischen Treffer landen und so. Das wird uns hoffentlich irgendwann mal nützen. Und Manomaru war jetzt immer nicht gerade der, der am ehesten gefährdet war, aufgrund seiner schlechten Abwehr jetzt hier am ehesten drauf zu gehen oder so. Deswegen ja, steht ihm die Windheizkette außerordentlich gut. Ich wollte eigentlich den Stein mir da noch angucken. Oh. Okay, das sah ja gerade echt ein bisschen freaky aus. Ich krieg leider nicht mehr zusammen, ob wir hier einen Ort haben, der ja auch wirklich als Stadt zu verstehen ist, wo wir uns dann irgendwie nett mit Menschen unterhalten können oder auch nicht mit Menschen. Oder ob das jetzt hier ein neuer Dungeon ist, wo wir einfach munter weiterkämpfen werden. Aber das werden wir dann im nächsten Part in Erfahrung bringen, liebe Leute. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ciao!